Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist sie zu gestalten. Mit diesem Zitat von Willy Brandt herzlich willkommen zu Ihrem Kulturfernsehen. Am vergangenen Wochenende wurde aus dem Banner »Otto braucht eine Synagoge« das Wort »eine Synagoge« herausgeschnitten. Der Förderverein Neue Synagoge Magdeburg vermutet dahinter offenbar ein antisemitisches Motiv. Der Verein stellte das Banner im Dezember 2015 auf, um auf den an dieser Stelle geplanten Synagogenbau hinzuweisen, für den sich der Verein gemeinsam mit der Synagogengemeinde zu Magdeburg seit Jahren einsetzt. Die alte Synagoge wurde am 9. November 1938 durch Magdeburger Nazis zerstört. Es wird Zeit, so die Botschaft des Banners, dass mit Unterstützung möglichst vieler Magdeburgerinnen und Magdeburger eine neue Synagoge errichtet wird. In der Vergangenheit gab es ähnliche Beschädigungen. Das Bündnis gegen Rechts Magdeburg hat die Zerstörung des Banners »Otto braucht eine Synagoge« an der Julius-Bremer-Straße verurteilt. Die Tat stellt das öffentliche, sichtbare jüdische Leben in Magdeburg in Frage. Letztendlich verhöhnen die Täter auch die Opfer des Holocaust in unserer Stadt. Dies muss deutlich zurückgewiesen werden. Am 25. Oktober veranstaltet das Netzwerk für Integrations- und Ausländerarbeit der Landeshauptstadt im Rahmen seiner Jahreshauptveranstaltung die Angebotsbörse »Gemeinsam in Magdeburg«. Von 11 bis 13 Uhr präsentieren sich im Alten Rathaus in der Ratsdiele Ernst Reuter und im Hansesaal unterschiedliche Netzwerkpartner wie Bildungsträger, Beratungsstellen und Behörden. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind dazu herzlich eingeladen. Simone Boris, Beigeordnete für Soziales, Jugend und Gesundheit, ist Schirmherrin der Veranstaltung und wird diese um 11 Uhr eröffnen. Neben vielfältigen Angeboten und Leistungen für Migranten soll die Angebotsbörse aber auch die Möglichkeit des Dialogs zwischen alteingesessenen und neuen Bürgerinnen und Bürgern bieten. Zudem können sich die Netzwerkpartner in diesem Rahmen auch untereinander austauschen. Magdeburgs Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper hat die hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik sowie Vizepräsidentin der Europäischen Kommission Friederike Mogherini mit dem Kaiser-Otto-Preis der Landeshauptstadt Magdeburg geehrt. Der Festtag fand im Dom an der Grablege Kaiser Ottos des Großen statt. Die Laudatio auf die Preisträgerin sprach die deutsche Bundesministerin der Verteidigung Dr. Ursula von der Leyen. Mit der Verleihung des Kaiser-Otto-Preises an Friederike Mogherini würdigen das Preiskomitee der Kulturstiftung Kaiser Otto und die Landeshauptstadt Magdeburg eine engagierte Europäerin, die in Zeiten schwieriger Rahmenbedingungen besonnen für den Zusammenhalt und die weitere Entwicklung der europäischen Gemeinschaft steht und wichtige Impulse setzt, sagt Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper im Rahmen des Festaktes. Weiterhin betonte er in seiner Rede zur Preisverleihung, dass sich Frau Mogherini durch ihre konsequente und mutige Außenpolitik für die EU als europäisches Friedensprojekt und Wertegemeinschaft hohe Anerkennung erworben hat. Dieses Engagement und ihre Verdienste um den europäischen Gedanken und die Zukunft Europas entsprechen im besonderen Maße der Zielrichtung des Preises, herausragende Persönlichkeiten und Institutionen zu ehren, die sich um den europäischen Einigungsprozess verdient gemacht haben. Die passionierte Europäerin Friederike Mogherini ist seit 2014 in ihrer Funktion als hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik die maßgebliche Außenpolitikerin der Europäischen Kommission unter Präsident Jean-Claude Juncker. Als solche hat sie mit Geschick die Konsultationen zur zukünftigen EU-Nachbarschaftspolitik eingeleitet, erfolgreich die Verhandlungen mit dem Iran zur Drosselung des Nuklearprogramms abgeschlossen und sich für den Einsatz der Marine im Mittelmeer zur Rettung von Flüchtlingen und die Unterbindung der Schleusertätigkeit eingesetzt. Die Entscheidung für die Vergabe des zum 7. Mal ausgelobten Kaiser-Otto-Preises der Landeshauptstadt Magdeburg hat das Preiskomitee bereits am 25. Oktober 2016 unter Vorsitz von Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper getroffen. Die Entscheidung für die Vergabe des zum 7. Mal ausgelobten Kaiser-Otto-Preises der Landeshauptstadt Magdeburg hat das Preiskomitee bereits am 25. Oktober 2016 unter Vorsitz von Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper getroffen. Vergeben wird der Kaiser-Otto-Preis alle 2 Jahre von der gleichnamigen Kulturstiftung, die als erste kommunale Stiftung Magdeburgs am 17. April 2003 gegründet wurde. Im Rahmen der Preisverleihung im Dom zu Magdeburg trugen sich die Preisträgerin und die Laudatoren auch in das Goldene Buch der Landeshauptstadt Magdeburg ein. Mehr Geld für Kommunen und die Umsetzung von Vorgaben des Landesverfassungsgerichts im Hinblick auf die Finanzierungspflicht der Gemeinden. Darum geht es beim ersten Teil der Novellierung des Kinderförderungsgesetzes, den die Landesregierung kürzlich beschlossen und an den Landtag überwiesen hat.
Das Landesverfassungsgericht hatte dem Gesetzgeber eine verfassungskonforme Ausgestaltung bis Ende 2017 aufgegeben. Dies können wir fristgemäß erreichen, so Sozialministerin Petra Grimbenne. Zudem wird die Höhe der Landespauschalen angepasst, mit denen sich das Land an der Finanzierung der Kinderbetreuung beteiligt. Insgesamt fließen damit 30,6 Millionen Euro zusätzlich an die Städte und Gemeinden. Grimbenne betonte, in einem zweiten Schritt werde es darum gehen, auch die Situation der Erzieherinnen und Erzieher und der Eltern in den Blick zu nehmen. Die Landesregierung hat den Gesetzentwurf der Schulgesetznovelle beschlossen. Der Gesetzentwurf wird nun dem Landtag für die parlamentarischen Beratungen übergeben. Eine Novelle des Schulgesetzes sei nötig, um die gesetzliche Grundlage für die Schulen in einigen wesentlichen Punkten an aktuelle Anforderungen anzupassen. So sollen die Grundlagen für den Schulverbund geschaffen werden, der dazu beitragen werde, das Grundschulnetz im ländlichen Raum zu erhalten, aber gleichzeitig den demografischen Entwicklungen Rechnung trägt. Mit Öffnung des Vorbereitungsdienstes werden notwendige Qualifizierungsmaßnahmen für Seiten- und Quereinsteiger geschaffen, die dazu beitragen, den Lehrkräftebedarf abzusichern. Darüber hinaus sollen Schulen in freier Trägerschaft beim Einsatz von Lehrkräften den öffentlichen Schulen gleichgestellt und von bürokratischen Lasten befreit werden. Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stallknecht hat im Kabinett die Grundzüge des Strukturkonzeptes für die Landespolizei vorgestellt. Mit der Polizeistruktur 2020 will das Ministerium die Landespolizei zukunftsfähig aufstellen, damit sie verlässlich, professionell, effektiv und erfolgreich agieren kann, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Die Zahl der Polizisten wird im Lauf der Legislaturperiode auf 6.400 erhöht. Perspektivisch sind 7.000 Vollzugsbeamte geplant. Mit der neuen Polizeiinspektion Zentrale Dienste wird eine leistungsfähige und moderne zentrale Versorgungs- und Dienstleistungsbehörde für die Polizei in Sachsen-Anhalt geschaffen, in der landesweit sinnvoll zentralisierbare Aufgaben der Polizeiverwaltung und des Polizeivollzugs gebündelt werden. Die vier Polizeiinspektionen verfügen als Behörden für die Aufgabenerledigung vor Ort weiterhin über eine Kernverwaltung. Sie werden von allen speziellen Verwaltungsaufgaben durch die Polizeiinspektion Zentrale Dienste entlastet. Dort werden die Organisations- bzw. die Aufgabenbereiche Landesbereitschaftspolizei, Polizeihubschrauberstaffel, Wasserschutzpolizei, Diensthundführerschule und zentrale Verkehrsprävention zusammengeführt. Die Landesbereitschaftspolizei mit Hauptsitz in Magdeburg wird durch die neue Struktur gestärkt. Es wird eine vierte Hundertschaft aufgebaut mit Sitz in Halle. In ganz Sachsen-Anhalt bleibt die flächendeckende Präsenz abgesichert. Das Land ist in 56 Streifenbereiche eingeteilt. In jedem ist grundsätzlich permanent mindestens ein Funkstreifenwagen verfügbar. In den 122 Einheits- bzw. Verbandsgemeinden Sachsen-Anhalts sowie den drei kreisfreien Städten sind auch weiterhin jeweils mindestens zwei Regionalbereichsbeamte als direkte Ansprechpartner für die Bürger eingesetzt. Das Land Sachsen-Anhalt unterstützt weiter Kommunen bei der Konsolidierung ihrer Haushalte. Im September dieses Jahres flossen weitere Hilfen aus dem Teilentschuldungsprogramm Stark II an die Kommunen. So erhielten drei Kommunen Tilgungszuschüsse aus dem Programm, sodass sie sofort ihre Schuldenlast etwa um insgesamt 280.000 Euro verringern konnten. Es wurden neue, zinsgünstigere Kreditverträge in Höhe von ca. 656.000 Euro abgeschlossen. Diese laufen über 5 oder 10 Jahre. Die größte Entlastung fiel dieses Mal auf die Stadt Aachen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld mit einem sofortigen Tilgungszuschuss von knapp 190.000 Euro. Voraussetzung für die Gewährung der Finanzhilfen aus dem Stark-II-Programm ist die Verpflichtung der jeweiligen Kommune zu Konsolidierungsmaßnahmen. Finanzminister André Schröder erklärte, unsere Bemühungen, die Finanzkraft der Kommunen durch finanzielle Hilfen zu stärken, tragen Früchte und werden fortgesetzt. Die Kommunen werden durch eigenes Bemühen und diese Landeshilfen leistungsfähiger und können alle ihre Aufgaben noch besser erfüllen, ohne in Kassenkredite ausweichen zu müssen. Das war's für heute. Besuchen Sie uns auch mal im Internet. Bis bald. Machen Sie's gut.